Yo, moin ihr Eumel, zu meinem ersten Unboxing-Video, glaube ich, auf meinem Kanal. Und zwar unboxe ich die GTX 1070 Ti Hall of Fame Edition von KFA2. Was viele von euch, die Twitch gesehen haben, natürlich wussten, dass ich das jetzt mache. Ja, KFA2, Sponsoring-Partner, hat mir diese schöne Karte hier kostenlos geschickt. Und die habe ich dann auf Twitch vergeben an einen Zuschauer. Das heißt, zum Zeitpunkt dieses Videos ist die Karte wahrscheinlich schon weg. Ja, also schauen wir uns mal die tolle Box an hier. Key Features sind, denke ich mal, so die üblichen Sachen. Hier sind die Requirements, die man braucht und all bliblablo. Ich habe, muss ich gestehen, hier schon vorne so beim Öffnen. Ich habe einmal kurz reingeguckt, muss ich gestehen, ja. Habe ich eine kleine Kante reingehauen. Ein bisschen grob geöffnet. Grob fahrlässig geöffnet. Aber hier, schauen wir mal. Eben weiß ich auch jetzt, wo ich das. Wow! Wow! Shit! Ich habe eine Kamera umgehauen. Professional. Professional Guard. So, schauen wir mal hier rein. Was man vielleicht direkt merkt, ist, dieser Karton ist riesig. Und dementsprechend ist die Karte natürlich auch riesig. Also man könnte diese Karte als eine Art Flaggschiff bezeichnen mit der Hall of Fame Edition. Und dann nicht zuletzt wegen der Größe natürlich auch. Es kommen die üblichen Sachen. Pliplaplo und CDs, Treiber, welche ich immer aus dem Internet installiere. So, wir haben hier vorne, das ist etwas, was man könnte fast irgendwie denken, so eine Leuchtstoffröhre. Das ist allerdings, das zeige ich euch später, so eine Art Stativ, Ständer für die Karte, um die nochmal an der einen Ecke, wo sie vom Gehäuse wegragt, abgestützt werden kann. So, wir haben hier natürlich üblichen Kabel und Adapter. Schauen wir einmal hier drunter, da ist aber nichts. Okay, und dann, wie wir sehen, hier, dieses Ding ist natürlich immens, wenn ich das mal so, ich meine, ihr könnt das jetzt nicht so gut erkennen, aber das Ding ist deutlich, deutlich größer als meine alte Grafikkarte, die auch eine 1070 übrigens ist. Okay, warte, ich muss mal hier das Ding öffnen. Oh, und ganz frisch und ungebraucht die 1070 Ti Hall of Fame Edition von KFA2. So sieht das Ding aus. Hier drüber ist so ein. Ja, das ist halt so ein Plastik. Sowas in der Art, würde ich mal sagen. Mir gefällt der Style jetzt vielleicht nicht so, aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Bam, bam. Hauptsache, was das Baby kann, ne? Mit drei Lüftern. Wir brauchen. Warte mal, die Seite. Hier vorne diese achtpoligen Stecker 2, natürlich. Hier haben wir die Anschlüsse. Was haben wir denn da? Ein DisplayPort, HDMI, DisplayPort, 3 DisplayPort. Hier oben der DVI-Anschluss. Was das hier macht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich drücke mal nicht. Ich drücke mal nicht. Und hinten, wie unter einem Schild geschützt, dann die ganze Elektronik. Ja, sehr nice. Ein riesiges, riesiges Schiff. Und das, was wir mit dem Ständer sagen, der hier vorne irgendwo an der Ecke wird da nochmal so ein Teil befestigt. Und dann kommt das hier so dran, plupp. Man kann die Höhe verstellen, indem man hier schraubt. Ja, und das ist nochmal, um die eine Ecke abzustützen, weil diese Karte ist einfach riesig. Glaubt mir, ihr braucht auf jeden Fall ein großes Gehäuse, wenn ihr das Ding einbauen wollt. In Mainz wird es nicht mal passen, ehrlich gesagt. In mein Gaming-Gehäuse wird die Karte einfach nicht mal passen. Also ja, guckt, dass ihr viel Platz habt. Die ist gut 33 Zentimeter dann auch lang. Das müsstet ihr ausmessen. Ja, ansonsten, schöner Eindruck. Glückwunsch an den Gewinner des Giveaways und dann bis die Tage, Leute, haut rein.